Hallihallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Runde mit dem Super Mario 64 Race. Ich bin der Zellus und ihr habt den Rekus dabei. Hallo. Hallo. Und wir dürfen wieder Start drücken. Drück Start. So. Jetzt? Jawohl, darfst du. Du musst doch anzählen, Junge. Ja, nix anzählen. Hallo, das... Doch, ich muss doch den Timer noch machen. Achso. Immer. Ach du... Timer. Betrüger. Ich bin kein Betrüger. Ich hab einen Stand weniger, Junge. Ich muss das hier durchziehen, Junge. So. Ich habe mit welcher wunderschönen Aufgabe mache ich weiter? Ich mache hier einfach mal hier das Rutschrennen. Das fand ich immer sehr cool. Yeah! Ob ich noch wüsste, wo die restlichen roten Münzen sind? Ja. Schnitt leicht. Dumm! Ah, oh, nee, ist er da rum. Echt. Ah, komm, du scheiß Pinguin, du musst ein bisschen schneller bewegen. Ich müsste hier meinen Stern abzacken. Komm, zack, zack. Oh, Mario, pal. You're already here. Holy shit. Ich weiß wirklich nicht mehr, wo die Münze ist. Verdammt. Halt, hier wird doch noch eine, oder? Ah, was, die zählt nicht? Ah, sehr schön. Ach, du Schande. Okay, ja. Du Schande, was zählt nicht? Die Abkürzung zählt bei der Rutschbahn nicht, bei dem Eislevel. Da gibt nee, da ist der Pinguin böse, wenn du das machst. Ah, das wusste ich nicht mehr. Ja, erzähl das. Hast du da nicht aufgepasst? Nein. Nein. Ich verliere Zeit. No. Wo ist denn jetzt diese blöde Insel hier? Ach, da. Wow, Mario, how can you cheat? Mario, fall doch den scheiß Schornstein runter hier. Meine. Hat mich auch gefallen. Es geht ja wieder super los hier, die zweite Folge. Mann, Mann, Mann. Dieser verdammte Mario, hey, dieser verdammte Klempner, ey, da nicht hier einen auf, Alter, dieser Pinguin ist ein verdammter Gott! Gott ist der? Er ist ein verdammter Gott, Junge! Alter! Ey, wo ist denn die blöden Plattform? Ja, Mann, ja, Mann! Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann! Boing! Geschafft! Fair and square. Ich finde diese. Ey, ich raste noch aus mit der Steuerung. Ja. Ach da, okay. Ja, Mann, gewonnen! So, sehr schön. Damals hat schon das Spiel. Oh, ich raste noch aus mit diesem Spiel. Damals haben die Spiele schon erkannt, wenn du am Cheaten bist. Ja, ja. Ja. Eiskalt. Stimmt. Ich bin jetzt schon dreimal an der gleichen Stelle runtergefallen. Das ist, also. Das ist cool. Ah, schon wieder! So, dann die 8 Münzen. Die waren, glaube ich, bei dem Eislevel gar nicht mal so tragisch. Wenn ich das noch richtig weiß, allerdings. Ich glaube, da kenne ich ein anderes, das war ein bisschen fieser. Ah, fuck! No! Wah! Oh, Mamma mia. Nein, du drehst nicht durch. Ich Gott, für Zeit verschwende. Weil ich immer an der gleichen Stelle runterfalle. Was ist denn los? Alter, warum portet er mich nicht? Ich meinte eigentlich, ich bin an der richtigen Stelle zum Porten beim Eislevel, aber trotzdem hat er mich nicht geportet. Diese Sau. Okay. Let's go. Ja, irgendwie, weiß nicht. Da unten bei der Pinguin-Mama, weißt du? Da bei der plötzlich endenden Brücke. Da meinte ich, sollte man stehen für den Port, aber das ging irgendwie nicht. Ja? Okay. Hat jetzt gerade nicht. Gar nicht funktioniert. Wieso drehst du Scheißkamera an der. Die Kamera hat während meines Weitsprungs gedreht und damit ist er in die. Hab ich in die falsche Richtung gedrückt. Aha. Und der ist halt nicht mehr weit gewesen da wohl. Drei Münzen noch. Waren denn hier noch die restlichen roten Münzen? Das war beim Eislevel, glaube ich, auch gar nicht mal so leicht. Ach, furchtbar, ey. Autsch. Okay. Ja, endlich habe ich diesen blöden Stern, ey. So weit bin ich schon mal. Jetzt wirklich nicht mehr, wo die roten Münzen sind hier bei diesem Eislevel. Ja, ich glaube, im Eislevel weiß ich sogar. Ah, scheiße.
Die roten Münzen, das ist schon echt so eine Sache, ne? Ich weiß nicht, ob es mit der Kanone was zu tun hatte. Ich glaube eher nicht, tatsächlich. Egal, aber da gab es einen anderen Stern. Wahoo, Eureka! Here we go. Here we go. Mamma mia. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich merke schon, ich habe an einem Level zu viel Zeit verplempert. Ja, du wüsstest, was ich gerade an Zeit verplempert habe hier. Das ist gut. Das ist gut für mich. Ja, auf jeden Fall. Der Musical Dog, also ein musikalischer Hund, hat uns abonniert. Das finde ich sehr cool. Sehr schön. Dass musikalische Hunde hier mitgucken, das finde ich cool. Ja, besser als unmusikalische Hunde. Ja, das ist in der Tat so. Ups. Ah, das klassische Ding. Ah. Wunderschönes Level. Und ich jetzt fast direkt versaut. Da. Keine Lust gegen den Piranha anzutreten. Fuck. No. Fuck. So wieder hochrennen, ey. Hörst dich immer mehr wie Donkey Kong an. Nee, das war ein Wurm. Ah ja, okay. Und die Froms machen. Ja, schon. Jetzt haben wir erstmal den Bossplatz gemacht. Wie gesagt, wir wollen 50, 60 Sterne schaffen. Das heißt, pro Folge. Ja, ich also weiß, da haben wir uns vielleicht ein bisschen. 6, 7? Also, wenn man durchschnittlich 7 pro Folge hat. Ja, wir sind ja die absoluten Speedrunner, weißt du ja. Ja, absolut. Stimmt. Na, wie wär's denn jetzt mal das blöde Ding? Oh, fuck. Na, dann halt nicht. Hab ich das Viech auch noch platt gemacht, ey. Komm her. Bring it on, biatch. Nur weil du eine laufende Wand bist und ein laufender Meter, kann ich dich trotzdem besiegen. Bam. Hast du das Eislevel schon fertig eigentlich? Fertig nicht, nee. Ich habe irgendwann unterbrochen, weil ich mir dann irgendwann gesagt habe, halt, stopp, irgendwie komme ich jetzt gerade nicht hier klar mit der Welt. So, mach ich lieber ein anderes Level, muss mir wieder Motivation anzocken, sozusagen. Ja. So, jetzt auf den komischen Turm hier. Zack, 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 zack. Ba, 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 ba. So. Lalalala. So, jetzt kommt ein Quest, den ich nicht mag. Wenn mich nicht alles täuscht. Gut. Nein, ich hasse diese scheiß Brücke da bei dem zweiten Level da. Eieiei, diese bewegliche Brücke. Das ist das, wo ich vor uns die ganze Zeit mit runtergeflogen bin. Alter, ich hasse das Ding. Ah, oh, dann die Piranha-Pflanze, die da das sauer bewacht. Und ich mir nur noch denke, ah nee, wieso? Eieiei. Und das? Dieser Sprung, Alter, der war jetzt auch gerade mega knapp. Oh, komm, Mario, hör auf, gegen irgendwelche Wände zu klatschen. Und konzentriere dich auf die Aufgabe. Wahoo. Jawohl, beim zweiten Versuch. Da ist der Stein. Puh, gut. Also dieser Quest, wo du mit der Eule rumfliegen musst, weißt du? Ja, kenne ich. Das ist immer ein bisschen tricky, finde ich, da in den Käfig zu kommen. Mhm. Oftmals landest du am Rand oder du fällst irgendwie buggy von der Eule weg. Okay. Ja, das ist manchmal ein bisschen tricky, auf jeden Fall. Was sagt die restliche Zeit, mein Lieber? 5 Minuten 35, sagt die. Das ist gut, denn dadurch kann ich vielleicht noch hier obsiegen. Willst du das wirklich? Natürlich. Es geht hier um Ehre. Man spielt Ehre nicht, und Stärke? Ja, man spielt ja nicht zum Spaß, weißt du ja. Niemals.
Es geht immer darum, der Beste zu sein. Wie keiner vor dir war. Ja, eben, absolut, so ist es. Wolltest du gerade sagen, ne? Ja, wollte ich schon sagen. So, da kommt endlich mal die Kanone. Ha, quatsch mich nicht voll, Bonbon. Ich muss hier in der Kanone steigen. Todesmutig. In die Kanone? Was machst du denn damit? Todesmutig mich in die Gegend schießen hier. Du hoffst, dass du dich vorbeischießt und dann im Ende des Levels landest. Das ist richtig. So wie jetzt zum Beispiel. Whee! Ernsthaft? Ja, ich wollte eigentlich einen Pfosten treffen und ich habe es viel zu direkt angeschossen. Und bin da unten drunter geflogen. Das war schön, das war spannend. Okay. Ja. Und hat mir eine Menge. Dann habe ich fertig. Und hat leider Zeit gekostet. Das kostet Zeit, definitiv. Alter, mach doch diese Rückwärtssalto-Geschichte. Ah, geht doch. Mensch, Mario. Komm mal klar. Komm mal klar hier. Hm? Digga. So. Das versuchen wir gleich nochmal. Diesmal mit einem etwas höher angesetzt. Ja. Oh, perfekt. Was ist denn hier gleich drin? Stangentanz, Mario. Bam. Easy. Oh, nee, das erwische ich nicht. Das hasse ich. Das Wasserlevel, oder was? Yep. Ja, ich mag das auch nicht unbedingt, aber da gibt's halt relativ leicht zu kriegende Sterne, abgesehen von dem ersten mit dem Aal, mit dem komischen... Ja. Mach erst mal den Bilboberg-Bob. Ba. Ach, Red Coins, naja. Du! Lip sliding away. Was war das denn? Ich glaube, das war das. Rutschen einfach nur, ne? Rutschen einfach, ja. Ohne irgendwelche Wettbewerbshintergedanken. Ach komm, ist das ein verdammter Ernst. Aber gegen Pinguin hat er dich ein paar Mal runtergeworfen, eventuell? Nö. Das sieht man nämlich recht oft, dass der durch seinen fetten Körper mich runterwirft. Du willst doch nicht behaupten, dass er fett ist, hallo. Doch, also, genau das will ich behaupten. Kannst du doch nicht machen. Der Mann ist fett. Der Mann ist fett! Alter. Da klemmt er es aber auch noch nicht viel besser. Der rutscht immer mir ein bisschen zu sehr zur Seite hier. Okay. Ich muss übrigens sagen, dass wir die englische Version haben, das ist für mich tatsächlich ein kleiner Nachteil. Das merke ich auch, ja. Weil ich weiß die Titel nicht von den Sternen. Absolut weißt du? Nicht. Slip Sliding Away, das habe ich nie gehört. Sagt mir auch absolut nichts. Das ist ja, deshalb ja, ist es ja auch, deshalb ist es ja für uns hier an der Stelle hier aus purer Erinnerung ja, zu zocken. Ja. Pure Erinnerung. So. Oh, wo waren die restlichen? Ach, da oben war schon mal nix. Nee, da war, glaube ich, ein grüner Pilz, den ich nicht will. Oh. Ach, Mario, du sollst doch nicht krabbeln. Scheiße, jetzt habe ich den Sprung verpasst. Nein, hör auf zu krabbeln. Ah, verdammte Sau. Verdammt. So, Mario, immer krabbeln. Dabei verbiete ich ihm das doch immer. Ach. Oh, ist das dein Ernst, Schneemann? Komm, wie soll man da hochkommen? Fuck, wie ging das nochmal? Ah. Halt deine Klappe, du Misthöhle von Pinguin. Halt's Maul! Na, gib her den Stern, du oller Mist, du olle Mistmutter von Pingo. Wie kannst du dein Kind verlegen? Das geht nicht. Oh nein. Eine Kugel will ja... Oh, eine Kugel will die, diese verdammte... am Turm oben. Schon wieder bei der Kugel, Willi? Nein, das ist... Bullet Bell, Dingsbums. Oben am Turm. Das ist Kugel, Willi. Nein, das ist der Wurm. Nein. Das ist der Bullet Bell, Junge. Cool Mountain? Was ist das denn wieder? Ach, machen wir die roten Münzen. So ist. Wie gesagt, finde ich bei Gott, dem. Du hast recht. Finde ich bei dem Level echt nicht leicht, die roten zu finden. Oh, dein Ich dachte, die meisten findet sich. 20 Sekunden noch? Hier und 23. Oh, verdammt! Hast du die alle gefunden, die roten? Nein.
Ich weiß nicht mehr so richtig, wo die sind. Ich auch nicht. Also einige schon. 7 Sekunden. Oh, verdammt, dafür reicht's mir gerade nochmal mit der Kanone rauszuschießen. Und stopp. Okay. Ich habe die Wand zerdeppert, immerhin. Wie viele Sterne hast du im Moment? 15. Alter Fall, Alter. Ihr habt gerade mal 10, ey. Scheiße. Echt? Mann. Ja, Mann, ich muss mich voll ranhalten. Was bist du für ein Mario-Gott, Alter? Ah, okay. Hätte ich das früher gewusst, hey, hätte ich mich gar nicht drauf eingelassen. Egal. Na gut, dann machen wir erstmal eine Unterbrechung. Okay. Und machen dann im nächsten Part wieder weiter. Ja, 5. Ciao. Tschüss.